ein Training absolviert zu haben, steht Roman Bürki im Einsatz. Und dies mit gebrochener Rippe. GC-Coach Michael Skibbe geht mit dieser Personalie ein gewisses Risiko ein. Und bei IB steht Christoph Spiecher nach überstandener Verletzung zum ersten Mal in diesem Jahr in der Startformation. Die erste Viertelstunde verläuft ruhig, GC hat mehr vom Spiel, kommt aber zu keiner erstklassigen Möglichkeit. Hier IB erstmals im Vorwärtsmarsch. Zarate und Sutter prüft nicht den angeschlagenen Bürki, denn Jajic wirft sich für seinen Torhüter in den Schuss. Bisher Roman Bürki noch nicht geprüft. Es ist kein einfaches Unterfangen, bei diesen Bedingungen Fußball zu spielen. Das Terrain tief. Trotzdem rollt der Ball in den IB-Reihen immer besser. Gajic hält den Ball von Martinez wieder zurück. Gajic nicht ungefährlich, denn der Ball wurde von Jajic noch abgelenkt. Nach der Rettungstat von vorhin hätte er seinen Goalie hier beinahe in Schwierigkeiten gebracht. Der anschließende Eckball. Bürki verschätzt sich, aber Lang ist zur Stelle. Der GC-Goalie weiterhin ohne Parade. Seine Vorderleute machen einen tollen Job. Noch 10 Minuten bis zur Pause. Wieder Corner für IB. Gajic geht vergessen und Sutter vergibt vor Bürki. Tolle Eckballvariante bei den Bernern und Gajic auf der gleichen Höhe wie die GC-Verteidiger. Und in der Mitte muss Bürki nicht eingreifen. Dann macht sich Renato Steffen Richtung Kabine auf. Aber es ist noch keine Pause. Das kann nur eins heißen. Steffen ist vom Platz gestellt worden. Und dies ist der Grund, Freistoß für GC. Und Steffen stellt sich in den Weg. Sollte er nicht machen, weil er bereits gelb gesehen hat. IB nur noch zu 10 und Forte ist auf 180. Absolute Frachtwein. Aussachen. Absolute Frachtwein. Garo verzogen. Der Steffen-Platzverweis, der Hingucker der ersten Halbzeit. Nach der Pause beginnt die Winter-Challenge im Stade de Suisse. Graupelschauer, das Terrain noch schwieriger bespielbar. GC mit einem Mann mehr. Salatic, Gaio und in der Mitte lauert Dabur, aber von Bergen rettet. Die Gäste nun mit mehr Ballbesitz. Rutschpartie bei Sutter. Pavlovic zieht los. Vilotic verlängert unfreiwillig. Und Gashi nimmt das Risiko weiterhin 0:0. Eine Stunde ist vorbei. Rückpass von Jajic auf Bürki. Und der GC-Goalie direkt in die Füße von Martinez. Martinez, größte Möglichkeit des Spiels. Und Roman Bürki zuerst mit dem Riesenaussetzer, aber anschließend auch mit der Riesenparade. Die Fingerspitzen sind am Ball noch dran. Dann Eckball für GC, eine Stärke der Zürcher. Gashi und Gaio, GC vorne. 65 Minuten sind gespielt. Und der Brasilianer Gaio verfügt nicht nur über einen tollen Schuss, sondern auch sein Kopfball kann sich sehen lassen. Bertone spielt das Klammeräffchen, vergisst aber hochzusteigen. IB im Rückstand. Dazu noch in Unterzahl, aber noch nicht geschlagen. Martinez. Und diese Schauspielerei hätte neben der goldenen Himbeere auch eine gelbe Karte verdient. Noch 10 Minuten sind zu spielen. IB muss mehr riskieren, das gibt für GC Platz. Salatic sieht Pavlovic. Und der bedient wunderbar Dabur. Er wird immer unheimlicher, dieser Munas Dabur. Sechstes Spiel, sechstes Tor, was für eine Quote. Aber Milan Vilotic reklamiert und dies völlig zu Recht. Klare Abseitsstellung, ein irreguläres Tor, welches Uli Forte nicht kommentieren mag. 0:2 aus der Sicht von IB. Die Sache scheint gelaufen. Vilotic, kein Problem für Bürki, dann kommt aber Frey angebraust und rammt Bürki. Völlig unnötig.
Frey hatte überhaupt keine Chance auf den Ball. Das war eine Frustbewältigung von ihm. Und Schiedsrichter Chakotek quittiert dies mit einer gelben Karte. Und weil Frey schon eine gesehen hat, wird auch er vom Platz geschickt. Ibe nur noch zu 9. Und wie schon bei Steffen ist auch Freys Aktion ungeschickt. Pforte sieht's anders. Damit ist das Spiel gelaufen, aber Geze setzt zur Kür an. Abrashi und Gayo profitiert davon, dass sich Nwogo verschätzt. Die Hoppers haben aber noch nicht genug. Vor allem nicht Einwechselspieler Anatol. 4-0. Ibe hat sich aufgegeben. Herrlich, wie Anatol, Vilotic und Spiecher vernascht. Die zwei leisten aber auch keine große Gegenwehr mehr. Dann ist Schluss. Roman Bürgi hält trotz gebrochener Rippe seinen Kasten sauber. Und Uli Pforte hat auch nach Spielschluss noch viel Mitteilungsbedarf. Also es war ein sehr hart umkämpftes Spiel auf einem ganz, ganz schwer zu bespielenden Boden, der nicht viel Kombinationsfußball zugelassen hat und der natürlich dann noch zu der einen oder anderen hektischen Situation und zu Foulspielen geführt hat. Wir haben das Spiel total im Griff gehabt, wir haben die bessere Chance, wir müssen in Führung gehen und nachher entscheidet der Schiedsrichter einmal mehr das Spiel und da rege ich mich zu Tode auf. Wir haben bei uns auch schon solche Situationen gehabt, wo wir nicht zufrieden waren mit der Entscheidung. Ich denke, das ist normal. Ist durch das geschwächt worden. Halt. Heute haben wir auch gegen eine Übermacht zu kämpfen gehabt. Und es tut uns natürlich weh, dass das Spiel so entschieden worden ist. Hat er das mit dem Schiedsrichter? Ja, sicher. Ich meine, ich bin ein ruhiger Zeitgenoss. In meiner ganzen Karriere bin ich immer ruhig geblieben. Aber in 44. Minute der Match so zu entscheiden und dann das 2-0, wo der Spieler über 2 Meter im Offside steht. Und dann ist das Spiel entschieden. Ich meine, das 3-0, das 4-0, das ist natürlich schwierig, noch etwas zu machen. Tchau.